Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Sendung in deutscher Sprache Akzente. Schön, dass Sie wieder pünktlich eingeschaltet haben. Knappe 100 Minuten lang sind wir auch heute für Sie da mit einer kurzen Pause zwischendurch. Hier zunächst einmal die Übersicht. Eröffnung des neuen Schuljahres, Eginald Schlattners jüngster Roman Wasserzeichen, Konzert der Temeswarer Stadtkapelle und das Schwabentreffen in Satmar 2018. Das neue Schuljahr hat am Montag landesweit begonnen. Überall herrschte bei den Kleinen große Aufregung, natürlich auch unter den Eltern. Was die deutschen Schulen landesweit angeht, sind sie nach wie vor sehr begehrt. Im Banat zum Beispiel funktionieren sie auch nach 300 Jahren nach ihrer Gründung als Schulen mit Deutsch als Muttersprache und verzeichnen zudem hervorragende Ergebnisse. Das Interesse für Deutsch ist generell groß, auch in anderen Teilen des Landes, wie zum Beispiel in Hermannstadt oder Bukarest, wo die Nachfrage immer mehr zunimmt. Eine der ältesten Oberschulen Westrumäniens ist die Deutsche Schule in Neuarad. Infolge der massiven Einwanderung deutscher Kolonisten aus Franken wurde 1725 in Neuarad eine Holzkirche geweiht, deren Kantor ab dem Herbst desselben Jahres die Kinder der Zugewanderten in einer Holzbaracke neben der Kirche unterrichtete. Das war der Beginn des deutschen Schulwesens in Neuarad, damals eine selbstständige Gemeinde, jetzt Stadtteil von Arad. Das 293. Schuljahr am Neuarader Adam-Müller-Guttenbrunn-Lyzeum wurde am Montag mit einer Feier im neu renovierten Hof des Gebäudes für Gymnasialklassen eröffnet. Die Schüler, Lehrkräfte, Eltern und Gäste begrüßten der Vorsitzende des Deutschen Forums Arad, Michael Sellner, und der Schulleiter Mario Stoika, der auch einige Worte zur aktuellen Lage der Schule sagte. In diesem Moment mit der letzten Statistik, die die Sekretärin ausgewirkt hat, sind es 1262. Von denen sind 1204 von der Anfangsklasse bis zur 12. und 58 in diesem Bene 15er Kindergarten. Das ist Kindergarten mit normalem Programm, das wir überholt haben seit einigen Jahren, wo drei Gruppen sind dort, eine Deutschgruppe und zwei Rumänischgruppen mit 58 Kindern. In Deutsch als Muttersprache sind die Gruppe vom Kindergarten 11 Grundschulklassen. Wir haben doppelt alle Klassen außer der dritten, wo drei Klassen sind. Gymnasialklassen haben wir 8, das bedeutet je 2, 5., 6., 7., 8. Und Lizealklassen auch je 2, eine Philologieklasse und eine Naturwissenschaftenklasse. Mit den Schulbüchern stehen wir nicht genauso gut. Erst jetzt wurden übersetzt die Bücher für die Grundschule, die arbeiten nach einem neuen Lehrplan. Die Bücher für die 5. Klasse, die im neuen Lehrplan sind, der begonnen hat im vorherigen Schuljahr, erst jetzt bekommen wir die Bücher für die 5. Das ist schlecht, aber man muss immer denken, der Lehrer hat einen Lehrplan, den er unterrichten muss. Das Schulbuch ist ein Hilfsmaterial. Für die deutschsprachigen Klassen in diesem Moment sind genügend Lehrer. Probleme sind, und die hat die Schule seit langer Zeit. Ich bin in dieser Schule und nie war ein Lehrer für Chemie in deutscher Sprache, der Schule gehört. Probleme sind auch bei Erdkunde, auch bei Geschichte, weil die Lehrkräfte, die sind je einer, können nicht bei allen Klassen unterrichten in deutscher Sprache. Aber im Großen können wir den Unterricht in deutscher Sprache durchführen. Die Feier zu Beginn des neuen Schuljahres 2018-2019 wurde von einer Protestaktion überschattet. Die Lehrer der Grundschulklassen organisierten einen japanischen Streik und trugen weiße Bänder mit der Beschriftung Protest. Grund dafür war eine kurz vor Beginn des Schuljahres erlassene Eilverordnung der Regierung, die den Lehrern der Klassen mit Unterricht in den Sprachen der Minderheiten nicht mehr erlaubt, das Fach Rumänisch zu unterrichten. Es ist die Ordonnanz Nummer 9 vom 23. August, unterschrieben nicht von dem Minister von uns aus, sondern von dem Staatssekretär, wo es steht, dass in den Grundschulen mit Unterricht in den Minderheitensprachen soll die rumänische Sprache von Lehrkräften der Spezialität unterrichtet werden. Das bedeutet klar, Lehrkräfte, die Rumänisch absolviert haben. Ich weiß nicht, ob von denen Lehrkräfte 10-20% auch vorbereitet sind, mit den Kleinen zu arbeiten.
nach meiner Meinung, eigene Meinung, aber das haben wir auch besprochen mit den zwei stellvertretenden Schulleiterinnen, mit den Lehrern von der Grundschule, es ist ein Blödsinn. Dass man jetzt schickt für fast 2,5 Normen Lehrer, die sich angewöhnen müssen, in der Grundschule, die Anfangsklasse, die müssen spielen mit den Kindern. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie diese Idee eingeführt wurde, aber es ist nicht das einzige blöde Problem, das in Rumänien ist in diesem Moment. Trotz dieser Probleme, die den Beginn des neuen Schuljahres beeinträchtigen, blickt der Leiter der Lehrer der deutschen Schule optimistisch in die Zukunft. Was kann ich da sagen? Ich beginne immer mit positiven Ideen, aber wenn ich nur denke an diese Ordonnanz 9, dann vergehen mir sehr viele von diesen guten Sachen, die wir wünschen. Wie Sie gesehen haben, in der Schule hat man begonnen, viel zu reparieren. Jetzt der ganze Schulhof da, wo das Hauptgebäude ist, wird asphaltiert. Wo die Grundschule ist, beginnt eine totale Reparatur. Wir sind ganz zufrieden, dass uns die Stadt hilft. Dieses Gebäude, da muss wahrscheinlich... Ist vorgeschlagen, wir kämpfen seit 2 Jahren schon, ganz saniert werden. Es sind allerhand Risse in dem Gebäude nach dem Erdbeben vor 3 Jahren. Und hoffen wir, dass die Schule in den nächsten 2-3 Jahren viel besser ausschaut. In Temeswar wurde das neue Schuljahr bei der deutschsprachigen Nikolaus-Lenau-Schule mit ähnlichen Problemen, aber in einer dreifachen Größenordnung empfangen. Das Schuljahr 2018-2019 startete auch hier mit einer Protestaktion der Lehrkräfte aus der Grundschule. Empört vom Eilerlass Nummer 9 der Regierung zeigte sich auch der Abgeordnete des Deutschen Forums Ovidiu Ganz. Der Erlass der Regierung Nummer 9 ist im Grunde genommen eine politische Schweinerei. Vor allem deswegen, weil die Maßnahme nur in den Schulen der Minderheiten gelten soll. Man behauptet allen Ernstes, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in der Grundschule nicht imstande wären, die rumänische Sprache in den Klassen 0 bis 4 zu unterrichten, trotz der Tatsache, dass sie das Ganze studiert haben, jahrelang unterrichtet haben und mit Erfolg. Jetzt plötzlich, weil irgendeiner, der politisch als Minister katapultiert wurde, feststellt, seiner Ansicht nach reicht es nicht mehr. Das ist unerhört, unglaublich. Es ist eine Diskriminierung, es ist verfassungswidrig. Es weist auch gravierende didaktische, psychologische Fehler auf. Wie sollen Kollegen, die 20 Jahre lang in der 12. Klasse, in der Oberstufe oder so, rumänische Sprache und Literatur unterrichtet haben, jetzt in der Klasse 0 Striche, Beistriche und Stäbchen mit den Kindern zeichnen? Also das ist ein absoluter Schwachsinn. Natürlich werden wir auch als Fraktion, ich sowieso als Abgeordneter dagegen, im Parlament protestieren. Ich hoffe, dass es ein paar nüchterne Köpfe noch bei denen gibt, die uns Recht geben werden und diese Sache annulliert wird. Die Temeswarer Nikolaus-Lenau-Schule führt ihre Tätigkeit in 4 verschiedenen Gebäuden der Stadt durch. In der großen und in der kleinen Schule, in den Räumlichkeiten des Internats und in einem Gebäude, das ab diesem Schuljahr der Lehreinrichtung zur Nutzung erteilt wurde, sagt die Schulleiterin Helene Wolf. Was die Schüleranzahl betrifft, werden wir das Limit von 1600 überschreiten. Es geht mit 6 Vorbereitungsklassen los, mit 6 fünften Klassen los. Und in diesem Jahr noch mit 3 neunten Klassen, aber ab nächsten Jahr wird es dann schon für 4 neunte Klassen ausreichen. Neu für uns ist, dass wir ab 1. September in ein anderes Gebäude einziehen. Wir haben die Büroräume der Verkehrswerke verlassen am 1. Juli und dürfen in den Räumlichkeiten des ehemaligen Mingo-Kollegs einziehen. Nicht alle sind bereit für den Schulanfang. Was man in diesen Sommerferien vorbereiten konnte, das sind nur die Klassen aus dem ersten Körper und da 10 ein Teil der Klassen 2-4 bzw. die Klassen 5-7 ein. Die Klassen 8-12 bleiben in der großen Lenau-Schule und die Vorbereitungsklassen und die erste Klasse sind dann im Internat.
Dieses Jahr werden wir noch am Domplatz verbleiben mit der anderen Hälfte der Grundschulklassen. Das wird aber in Zukunft nicht mehr so sein. Die ikonische Grundschule vom Domplatz, die wird dann eigentlich, soll ab 2019 dann nicht mehr von der Schule bezogen werden. Insofern wir hoffen, dass auch das zweite Gebäude von Gürgelase Nummer 20 eingerichtet wird und dass wir dann mit allen Grundschulklassen an einem Ort sein werden oder wenigstens jahrgangsweise alle an einem Ort sein werden. Das wird die Zusammenarbeit unter den Lehrern ermöglichen, denn diese Verteilung der Klassen an vielen Orten, das bestimmt auch eine Trennung in der Lehrerschaft, die wir uns nicht wünschen. Wir wollen, dass sowohl Schüler als auch Lehrer untereinander mitarbeiten. Die entsprechenden Lehrer zu finden, ist für jede deutschunterrichtende Schule jedes Jahr eine neue Herausforderung, gibt die Leiterin der Temeswarer-Lenau-Schule zu, wie es in diesem Jahr damit steht. Es sind Lehrer in Rente gegangen, sind aber gleichzeitig auch Rentner bereit, weiter zu arbeiten. Die Stellen wurden ausgeschrieben, für einige haben sich Lehrkräfte gefunden, für andere nicht. Für andere sind noch Lösungen im Laufe. Wir sind aber bemüht, so viel wie möglich Unterricht in deutscher Sprache, in der Sprache der deutschen Minderheit zu erteilen. Und wo es halt nicht geht, dort müssen wir dann auch dieses Kompromiss machen, dass manche Fächer doch in rumänischer Sprache unterrichtet werden, insofern keine deutsch sprechenden Lehrkräfte gefunden werden. Dennoch ist das Interesse für solche Schulen mit Unterricht in Deutsch als Muttersprache seitens der gesamten Bevölkerung sehr groß. Ursprünglich als Schulen für die Angehörigen der deutschen Minderheit gedacht, besuchen diese Einrichtungen in den letzten 20, 30 Jahren immer mehr Kinder aus rumänischen oder anders ethnischen Familien. Sie sehen darin bessere Chancen für ihre Kinder in der Zukunft. Zum Unterschied von anderen Völkern, denke ich, sind die Rumänen schon germanophil und halten viel von der deutschen Kultur und Zivilisation. Es ist dann auch dieser Vorurteil, dass deutsche Arbeit sehr gute Arbeit ist. Wir sind damit gewohnt, das zu glauben, und wir bemühen uns auch, das zu tun und diesen Glauben auch durch Taten zu unterstützen. Es gelingt aber nicht immer, und bekanntlicherweise ist niemand perfekt und es gibt auch keine perfekte Schule. Wir sind auch nicht eine. Wir sind eine normale Schule mit Problemen und versuchen, diese zu bewältigen und zu lösen, soweit es möglich ist. Wir können nichts dafür, dass die Schule zurzeit noch keine Zulassung hat von der Feuerwehr. Es sind Sachen schiefgelaufen bei der Sanierung. Und da wartet man eben auf die Lösung, die nicht von heute auf morgen kommt. Wir haben Lösungen für die Unterrichtsräumlichkeiten gesucht, haben sie gefunden, sie sind nicht realisierbar, also schauen wir weiter, was überhaupt machbar ist. Wir sind weiterhin bestrebt, deutsch sprechende Lehrer zu finden, aber warum Eltern ihre Kinder an eine deutsche Schule schicken, ist wahrscheinlich auch, weil sie in diesem Raum wohnen, der einmal eine deutschsprachige Insel gewesen ist. Es sind viele ausgewandert, aber durch die Tatsache, dass sehr viele deutsche Investoren da sind, dadurch ist die deutsche Sprache immer ein Plus. Und wir sind in einer Gegend, in der wer Deutsch kann und arbeiten will, eigentlich eine gut bezahlte Stelle finden kann. Eine Traditionsschule, die bereits vielen Generationen das Lesen und Schreiben beigebracht und für den weiteren lebensfähig vorbereitet hat. Darunter zählen auch zwei Nobelpreisträger aus Deutschland, Hertha Müller und Stefan Hell. Mit so einer Vergangenheit blickt die Temeswarer Nikolaus-Lenau-Schule zuversichtlich in die Zukunft und bereitet sich jetzt schon auf zwei wichtige Jubiläen vor. 2019 ist dann das Jahr, in dem vor 140 Jahren der Fertigbau der Schule gefeiert wurde. Und ich denke, diese Feier könnten wir in einer fertig sanierten Schule haben.
Zwei Jahre später, das heißt im Mai 2020, feiern wir 150 Jahre seit der Gründung dieser Schule. Es ist die älteste obere Schule in Temeswar, die fast ohne Unterbrechung ihre Tätigkeit hier entfaltet hat. Und ich wünsche mir, dass diese Schule weiterhin den Anforderungen dieser Gemeinde antwortet und gut qualifizierte Schüler in die Welt entsendet. Bukarest. Rund 2000 der 284.000 Schüler und Vorschulkinder der Hauptstadt trafen im Schulhof des Goethe-Kollegs ein. Sie und ihre Eltern wurden am 10. September von der Schulleiterin willkommen geheißen. Sehr geehrte Gäste, liebe Schüler, geehrte Eltern, liebe Kollegen, willkommen im neuen Schuljahr. Bei der diesjährigen Schuljahreseröffnung war auch Christian Töpfer, Vertreter des Forums, dabei. Seitens des Demokratischen Forums der Deutschen aus Rumänien wünsche ich Ihnen allen herzlich willkommen in die deutsche Schule aus Bukarest. Ich wünsche ein gutes Schuljahr für alle, die dabei sind. Viel Kraft und Energie, sowohl für die Schüler als auch für ihre Eltern. Viel Erfolg im neuen Schuljahr. Erfolgreich war auch Fabrice Liesegang, der das Lehrerentsendeprogramm betreut. Denn für die 12 Schulen mit Deutsch als Unterrichtssprache aus dem Süden und Osten Rumäniens hat er 11 deutsche Lehrer gefunden, die eingewilligt haben, zumindest das jetzige Schuljahr in unserem Land zu verbringen. Für meinen Bezirk Ostrumänien und Südrumänien ist es mir gelungen, so viele Deutsche anzuwerben wie noch nie zuvor. Also wir sind mittlerweile ein so großes Team hier von deutschen Lehrern aus Deutschland wie noch nie zuvor. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir auch die Qualität des Deutschen noch etwas hochhalten können. Meine Frau fängt ja jetzt hier auch am Goethe-Kolleg in diesem Schuljahr an zu arbeiten. Und wir mögen Rumänien, wir mögen Bukarest. Und da hoffe ich natürlich auch, dass die Neuen, die jetzt gekommen sind, genauso herzlich empfangen werden von ihren Schulen und dann dementsprechend möglichst lange im Land bleiben. Sie können alle bis zu 6 Jahre bzw. bis zu 8 Jahre im Land bleiben. Und dann schauen wir mal. Ich bin da ganz optimistisch. Ramona Costache, die Leiterin des Goethe-Kollegs, ist auch optimistisch. Anul acesta școlar începe cu auspicii foarte promițătoare. În ceea ce privește învățământul preșcolar și primar, toate cadrele didactice sunt vorbitoare de limbă germană maternă, iar la clasele de gimnaziu și de liceu, situația cu cadre didactice vorbitoare de limbă germană la nivel matern este acoperită în proporție de 80%. In diesem Jahr waren nicht die Deutschlehrer ein Problem, sondern die Grundschullehrer und ihre Rumänischstunden. La noi în colegiu, doamnele învățători, doamnele de învățământ primar au calificare să predea și limba și literatura română. Fie sunt absolvente, unele dintre dumnealor sunt absolvente de liceu pedagogic în limba română, altele și-au continuat studiile superioare, fiind omologate ca profesor de limba română. Wir sind nicht damit einverstanden, dass die Rumänischstunden übernommen werden und dass wir sie nicht mehr unterrichten dürfen, solange wir dafür ausgebildet sind. Wir haben dieselbe Ausbildung wie unsere Kolleginnen von der rumänischen Abteilung. Wir haben dieselben Prüfungen bestanden und wehren uns dagegen. Das neue Schuljahr brachte auch nagelneue Lehrbücher mit sich. Noi am întâmpinat copiii astăzi în prima zi de școală cu manuale. S-au făcut eforturi pentru acoperirea necesarului de manuale pentru toate clasele. Ieri am fost la depozitul de manuale și au fost abecedarele pentru în limba germană, FIBER pentru clasele întâi, manualele de istorie, de geografie, deci sunt manuale în limba germană. Și, într-adevăr, s-au făcut eforturi de autoritățile decidente în acest sens și putem spune că
că este mai bine decât în anii trecuți. Wir haben jetzt eine neue Fibel bekommen. Wir freuen uns, dass wir sie schon gestern Abend am Sonntag bekommen haben, dass die Kinder sie heute bekommen haben. Und so wie sie merken, die sind ganz begeistert. Das kann man auch sehen und auch hören. Nicht nur in Bukarest, sondern auch in Hermannstadt wurde das neue Schuljahr festlich eröffnet. An dem Bruckenthal-Kolleg hat die stellvertretende Leiterin den Kindern erklärt, wie es mit der Schulreise ist. Wir wollen nun heute gemeinsam den Weg durch noch ein Schuljahr gehen, das wie ein unerforschtes neues Land vor uns liegt. Dafür benötigen wir mit Sicherheit eine gute Ausrüstung. Wie könnte die denn aussehen? Feste Schuhe, starke Beine und einen klaren Kopf, damit der Weg beschritten werden kann. Vielleicht auch einen Kompass oder eine Schatzkarte, für alle Fälle, wenn man sich beim Erforschen vielleicht einmal verirrt. Dann bräuchten wir noch genügend Lebensmittel, Nachschlagewerke für Tiere und Pflanzen und vielleicht auch ein Fernrohr. Es ist höchste Zeit, dass für alles gesorgt ist, denn morgen, beziehungsweise heute schon, geht die Reise los. Ich möchte an dieser Stelle unsere neuen Schüler ganz herzlich begrüßen. Liebe Fünftklässler, seid willkommen an der Bruckenthal-Schule. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Die fünfte Klasse haben sich 120 Kandidaten eingeschrieben, für die wir einen Test organisiert haben. Letztendlich hat man dann 4 Klassen gegründet. Wir haben also 4 fünfte Klassen in diesem Jahr. Die Aufnahmeprüfung für die 9. Klasse ist auch sehr gut verlaufen. Wir haben insgesamt 117 Schüler in der 9. Klasse. Alle Schüler des Bruckenthal-Kollegs, die sich für das Abitur eingeschrieben haben, haben die Prüfung in diesem Jahr auch bestanden. Die Ergebnisse stehen also nicht nur für gut vorbereitete Schüler, sondern auch für gut ausgebildete Lehrer. Im Moment sind alle Fächer besetzt. Das heißt, wir haben Lehrer für alle Klassen, für alle Fächer. Natürlich gibt es einige Fächer, die in rumänischer Sprache unterrichtet werden. Wir haben Geschichte in der 5. Klasse, in der 10. und in der 11. zusätzlich in rumänischer Sprache. Dann wird Logik und Philosophie ab diesem Jahr auch in rumänischer Sprache unterrichtet. Aber wir freuen uns, es sind ehemalige Bruckenthal-Absolventen auch als Lehrer zu uns in die Schule gekommen, Mathematik am Gymnasium, Wirtschaft und Unternehmenskunde am Lyzeum. Das sind unsere ehemaligen Schüler und dass sie das Interesse an der Schule nicht verloren haben, das freut uns sehr. Ein neues Schuljahr kann auch Überraschungen bringen. Für einige muss man dann doch noch ein paar Jahre warten. Die nächsten 1-2 Jahre vermute ich, dass wir weiterhin im Zweischichtbetrieb arbeiten werden. Aber wir hoffen auf die Unterstützung der Stadtverwaltung, dass wir irgendwann ein zusätzliches Gebäude erhalten, damit der Nachmittagsunterricht verschwindet. Das heißt, auch die Schüler der Klassen 5-8 vormittags in die Schule gehen können. Unter diesen Umständen wünschen wir allen Schülern und Lehrern viel Schaffenskraft und Erfolg. 3 erfolgreiche Romane, die inzwischen auch verfilmt wurden, haben ihm internationale Anerkennung gebracht. Der geköpfte Hahn, rote Handschuhe und das Klavier im Nebel. Damit wollte Eginald Schlattner eigentlich auch nichts mehr schreiben, laut eigener Aussage. Jedoch sollte die Trilogie nicht der Schlussstein seiner literarischen Karriere sein. Genau heute jährt sich sein 85. Geburtstag und wir wollen ihm natürlich ganz herzlich dazu gratulieren und Ihnen seinen jüngsten Roman präsentieren, der auf der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr vorgestellt wurde. Meine Kollegen berichten. Im Februar schneite es in Leipzig. Die Buchmesse hatte soeben ihre Tore eröffnet und Rumänien war Gastland unter dem Motto Zoom in Rumänia. Hier wurde Eginald Schlattners Wasserzeichen lanciert. Der jüngste Roman des Siebenbürgers war im Pop-Verlag Ludwigsburg erschienen. Der Autor aber konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Es ist weder eine Biografie noch ist es eindeutig ein Roman. Es sind Mischformen. Die Erzählebenen sind zwei, nämlich eine, die eine Art Rahmen konstituiert, die in einem
orthodoxen Nonnenkloster spielt, wohin sich der Autor immer wieder zum Meditieren zurückzieht und dann eben auch zum Schreiben und zum Verfassen dieses Buches. Das ist die sogenannte Erzählzeit der Gegenwart. Und dann gibt es eine zweite Ebene, die in den 50er Jahren angesiedelt ist, in Kronstadt, damals Stalinstadt, in einer Zeit, wo der Autor die letzten beiden Gymnasialklassen in Kronstadt besuchte und wo die Wandlung vom unbekümmerten Jugendlichen zum sehr besorgten und auch zukunftsungewissen jungen Mann sich vollzieht. Das neue Buch ist von Eginald Schlattner, Wasserzeichen. Eigentlich hat man nicht mehr auf ein neues Buch von Eginald Schlattner gewartet nach der Trilogie. Wie kam es dazu? Eginald Schlattner hat von 2006 bis 2017 fleißig weiter Notizen zu Papier gebracht, Geschichten zu Papier gebracht, einen riesigen Berg von Manuskripten angesammelt und dann doch überlegt, diesen Manuskriptberg zu einem Buch zu verwerten. Im Laufe dieser 12 Jahre ist es x-mal umgeschrieben worden und hat jetzt eine Form bekommen durch die Edith Konrad, die sich, sagen wir, dieser amorphen Gemengelage angenommen hat und lange darüber nachgedacht hat. Sie hat Monate daran gearbeitet, an der Lektorierung, hat dann das sogenannte innere Gesetz gefunden, was ja eine Leistung war, denn das ist ja ein auseinanderdriftendes Buch, das sie aus dem Hundertsten ins Tausendste verliert. Und hat daraus jetzt, wie gesagt, indem sie sehr vieles weggelassen hat und anders gruppiert hat, ein Buch zusammengestellt, von dem wir hoffen, dass es auch Leser findet. Wir haben das Buch eigentlich Ihnen zu verdanken. Sie sind die Lektorin des Buches. Herr Schlattner hat uns gesagt, dass Sie also vieles gekürzt haben. Also das Buch schaut wie ein Wälzer aus, aber es sei ein viel größerer Wälzer gewesen am Anfang. Ja, es war ein sehr viel größerer Wälzer und das musste aber auch unter dem Gesichtspunkt der Lesbarkeit entsprechend zusammengestrichen werden, so dass jetzt quasi die Essenz dieses Gedächtnisprotokolls, wie er es nennt, zwischen diese zwei Buchdeckel geklemmt wurde. Ich habe das vor 12 Jahren zu schreiben begonnen, 2006. Es hat sehr viele Häutungen erlebt. Schon rein an der Abfolge der Titel können Sie ablesen. Es hieß zuerst die 7 Sommer meiner Mutter, dann hieß es die Stacheln der Kastanien, hieß es kurz Bruchstriche und jetzt haben wir einen letzten Titel gefunden, Wasserzeichen. Und entsprechend der Veränderung dieser Titel hat sich dann auch der Inhalt verändert. Sehen Sie, nicht nur Bücher haben ihre Schicksale, auch Manuskripte. Was bringt dieses Buch für das deutsche Publikum? Ich hoffe sehr, dass es das deutsche Publikum noch einmal an die auch Geschichte und auch an die Verdienste der Rumäniendeutschen heranführt, weil das mittlerweile alles ein bisschen ins Hintertreffen und aus dem Augenmerk geraten ist. Und dass diese ganze Problematik, und zwar nicht nur in ihrer Dramatik, sondern auch in ihrer aktuellen Relevanz wahrgenommen wird. Denn diese multikulturelle Geschichte Siebenbürgens, die könnte für so manches Problem hierzulande lehrreich sein. Es ist der 13. September.
Allein die Nonne Anastasia weiß, dass es mein 79. Geburtstag ist. Mein Gott, Haare wachsen einem aus den Ohren, die Zehennägel vergilben, Leberflecken kleben auf den Handrücken, schwarze Mitesser bevölkern die Nase, die Haut ist wie Glaspapier, der Fuß krümmt sich im Krampf, das Rechte ist kälter als das Linke. Und schon beim Wetterbericht kommen einem die Tränen. Eine mitfühlende Nonne fragt, wie viele eigene Zähne ich habe. Noch eine Handvoll immerhin. Doch unfassbar, die Jugendlieben schließen auf ewig die Augen vor mir. Trauer wird zum zeitlosen Schatten. Was durchgeht, das ist die kuriose Widmung, die seltsame Widmung, ich weiß nicht, wem es gewidmet ist. Mir. Auf der extra Seite steht mir. Und wir werden sehen jetzt, ob der Verlag mit seiner düsteren Voraussage recht behält oder ob auch verschiedene literarische Damen, die sich auch geäußert haben, nachdem sie es gelesen haben, das heißt, spring lebendig auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es langwierig, aber nicht langweilig. Auf der anderen Seite, es kann das Wasser reichen, Wasserzeichen, den anderen drei Romanen. Das ist auf alle Fälle mein letztes Wort. Und was mich schützt vor Übermut, vor Hochmut, vor Unmut, ist dieses, meiner Seele, Seligkeit hängt nicht von den Büchern ab. Auf der Himmelsleiter der Geltungen wünsche ich schon meinen Büchern einen honorigen Platz. Aber an oberster Stelle stehen die Bücher nicht. Die Stadtkapelle Temeswar gab Anfang des Sommers ein Galakonzert im Kapitolsaal der Banater Philharmonie. Das Orchester vertrat Rumänien bisher bei 4 verschiedenen Auflagen der Europameisterschaft für böhmisch-mährische Blasmusik. Zu Gehör kamen diesmal Werke aus dem deutsch-böhmischen Repertoire, aber auch Jazz- und Big-Band-Stücke. Adi Ardelan war dabei. Die Temeswarer Stadtkapelle unter der Leitung von Franz Hofner gibt es nun seit 16 Jahren. Sie besteht aus Instrumentisten der Banater Philharmonie, der rumänischen Nationaloper und des deutschen Staatstheaters sowie der Militärblasmusik. Das Orchester eröffnete sein Galakonzert 2018 mit einem Stück aus dem Repertoire von Guido Hin und seiner goldenen Blasmusik Feuer und Eis. Aufzeichnungen vom Galakonzert 2018 der Temeswarer Stadtkapelle unter der Leitung von Franz Hofner empfangen Sie. Für die Stücke mit Gesang zog das Orchester die Sänger Anta Bogian und Daniel Sach hinzu. Sie machen seit 2014 bzw. 2015 mit und bilden das Banater Duo Anta und Daniel.
In Begleitung der Kapelle singen sie nun die Stücke Auf der Vogelwiese und Böhmische Liebe. Das Galakonzert der Temeswarer Stadtkapelle wurde mit zwei weiteren Stücken mit Instrumentalsolistik fortgesetzt. Die Polka für Trompete von Adam Hudek und Klostermanns Trommlermeister von Franz Watz. Trompete spielt Andrei Candreanu und am Schlagzeug Valentin Tatar. Thank you.
Die Temeswarer Stadtkapelle hätte in diesem Jahr die Stadt, das Banat und Rumänien erneut bei der Europameisterschaft für böhmisch-mährische Blasmusik vertreten sollen. Doch Kapellmeister Franz Hoffner musste kurzfristig die Teilnahme absagen, da die anderen Orchester, an denen die Instrumentisten wirken, zeitgleich Tourneen eingeplant haben. Das aber trug glücklicherweise nicht auch zur Absage des Galakonzerts bei. Daraus hören wir nun das Stück Erinnerungen von Guido Hen mit mehreren Solisten für verschiedene Musikinstrumente.
Timișoara Big Band Orchestra Municipiului condusă de Franz Hofner. Liebe Zuschauer, nun ist es an der Zeit, eine Pause einzulegen. Um 3:55 geht es hier bei uns weiter mit einem ausführlichen Beitrag vom diesjährigen Schwabentreffen, an dem Anfang August Satmarer Schwaben aus dem In- und Ausland in Satmar und Kalmandi teilgenommen haben. Das Treffen wird alle 2 Jahre vom Demokratischen Forum der Deutschen im Kreis Satmar in jeweils einer schwäbischen Ortschaft in der Region veranstaltet. Doch mehr dazu gleich nach der Pause. Ich verabschiede mich schon von Ihnen. Bleiben Sie dran und erfahren Sie gleich mehr bei uns, wie auch jeden Donnerstag ab 15 Uhr hier auf TVL1. Bis demnächst. Tschüss. Unsere Geschichte war lange Zeit, besonders in den Jahren der kommunistischen Ära, ein Tabu. Niemand oder nur sehr wenige wussten etwas unter den Satmarschwaben über ihre Abstammung, über ihre Herkunft, über ihre Vorfahren. Erst nach der großen historischen Wende im Dezember 1989 gab es dann die Möglichkeit, zu diesen historischen Quellen zu kommen, die uns damals gleich nach der Wende von der Landsmannschaft der Satmarer Schwaben aus der Bundesrepublik Deutschland uns zur Verfügung gestellt wurden. Johann Thorsten Hassler, Ehrenvorsitzender des Regionalforums Nord-Siebenbürgen, stellte die Neuauflage des Heimatbuches von Stefan von Haas, die deutsche Ansiedlung im Komitat Satmar, vor. Das Buch wurde vom DFT-Kreis Satmar vor kurzem herausgegeben. Geboren 1881 in Petrifeld, ging Stefan von Haas in Großkarol zur Schule, studierte dann Theologie und Sprachwissenschaften und reiste einige Jahre durch Europa, ich zitiere, um seine Sprachkenntnisse zu vervollkommen und das Leben der Menschen in anderen Ländern kennenzulernen, so seine Tochter in dem Vorwort der Neuausgabe. Die erste Ausgabe des Buches wurde 1914 in Budapest veröffentlicht und 1931 in 5 Kirchen wieder verlegt. Ich denke, dass es gerade auch für die jüngere Generation der Satmarer Schwaben, zu der ich mich aufzähle, ein sehr, sehr wichtiges Buch ist, weil es uns die Möglichkeit gibt, auf die Entdeckung der Vergangenheit zu gehen und mehr über unsere Vorfahren und auch mehr über unsere Geschichte zu erfahren. Und von daher denke ich, dass das Buch für mich persönlich nicht nur wichtig ist, weil ich daran gearbeitet habe, sondern weil es auch eine biografische Note hat, weil meine Eltern selber hier aus Satmar stammen und ich selber Satmarer Schwaben bin, der auch noch Schwäbisch spricht. Von daher denke ich, dass das Buch sehr, sehr wichtig ist und ich hoffe, dass sehr, sehr viele von Ihnen dieses Buch nicht nur mitnehmen, sondern auch aufschlagen und reinschauen und bei ihm lesen. Und ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Spaß, Freude und Fantasie beim Lesen des Buches. Im Wendelin-Fuhrmann-Saal des Jugendzentrums wurde gleichzeitig auch die Ausstellung Satmar und die Satmarer Schwaben eröffnet, die dank der Zusammenarbeit mit dem Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm auch von den Satmarern besichtigt werden kann. Wir haben das große Glück, dass wir seit knapp über 2 Jahren eine sehr gute Beziehung haben. Zur Landschaft.
Für die musikalische Untermalung der Ausstellung sorgte ein Akkordeon-Duo, die Kindertanzgruppe gemeinsam, des Johann Ettinger Lyzeums, zeigte dann ebenfalls mit Akkordeonbegleitung schwäbische Volkstänze vor. Das Schwabentreffen ging am Sonntag weiter mit einem Festgottesdienst in der römisch-katholischen Kirche in Kalmandi. Der Ortspfarrer Sándor Nemo zelebrierte die Messe. Das verheißene Erbe erfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Zahlreiche Trachtengruppen aus der Region Nord-Siebenbürgen, alle voran die Blaskapelle, marschierten durch die Gemeinde zum 29. Schwabentreffen unter dem Motto »Die Wurzeln nicht vergessen«. Thank you.
Nach traditioneller Art wurden auch die beliebten Strudli vorbereitet, die die Teilnehmer nach dem langen Aufmarsch dann mit großem Appetit verzehrten. Wir freuen uns sehr, alle bei der Kreisschwäbischen Treffen begrüßen zu dürfen, die, wie wir festgestellt haben, in diesem Jahr Kalmandi als ein Zuhause dient. Erlauben Sie mir, dass ich Sie im Namen des Bürgermeisteramtes von Kalmandi, im Namen des Demokratischen Forums der Deutschen Kalmandi, Sie recht herzlich willkommen, diese zu diesem Fest 29. Schwabentreffen der Satmarer Schwaben. Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr unsere Gemeinde das Schwabentreffen organisieren könnte. Ich finde dieses Treffen, aber auch andere Feste, Veranstaltungen sehr wichtig, für so unsere Sittenbrauche und Kultur der Ahnen pflegen dürfen und den jüngeren Generationen weiterleiten können. Kalmandi ist ein schwäbisches Dorf. Wir müssen auf unseren Wurzeln Stolz führen, viel hilfromme, fleißige Schwaben leben, die die Ordnung leben. Dafür bin ich sehr dankbar, meine Landsleute. Thank you.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Landsleute, empfangen Sie einen recht herzlichen Gruß seitens des Ehrenvorsitzenden des Demokratischen Forums der deutschen Nordsiebenbürger bei unserem äußerst schönen Schwabentreffen hier in Kalmandi. Sehr, dass ich wieder bei einem Treffen der Satmarer Schwaben dabei sein darf. Ich möchte Ihnen allen von nah und fern gleich eingangs seitens des Vorstandes des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien einen ganz herzlichen Gruß und die besten Wünsche übermitteln. Wer seine Wurzeln nicht kennt oder sie vergisst oder verleugnet, wird heimatlos, so wie ein Baum ohne Wurzeln verdorrt. Die Wurzeln sind die Basis für Halt im Leben, für eine lebendige Gegenwart und auch für eine Zukunft mit Perspektive. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein schönes Fest, guter Unterhaltung mit vielen gehaltvollen Begegnungen und Gesprächen und alles erdenkbar Gute bis zum nächsten Schwabentreffen. Thank you.
die Sattmar-Schwaben als unsere Brüder, die sie genauso wie wir ebenfalls der Aufgabe gestellt haben, Sprache, Traditionen, Volkstracht und Kultur zu erhalten und zu pflegen. Sie haben dies im Rahmen ihrer Möglichkeiten getan und nicht selten mussten dem Druck von außen standhalten. Sie haben genauso wie wir auch im Laufe der Zeit bewiesen, dass wir nicht in die Knie gezwungen werden können, dass unsere Wurzeln so tief verankert sind, dass sie sich durch nichts aus dieser Verankerung lösen lassen. Dreh dich um, dann kannst du alle Menschen sehen. Tanz wie ein König mit seiner Königin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, immer im Kreis herum zu zweit. 1, 2, 3, das ist der Walzerschritt, denn es ist Kinderwalzerzeit. Die Bewahrung der Identität der Sattmarer Schwaben, wie auch das Wiederfinden dieser Identität von einer beträchtlichen Anzahl der Landsleute mit schwäbischen Wurzeln, sind Subjekte, die die Strategie des Demokratischen Forums der Deutschen in Nordsiebenbürgen im Allgemeinen und speziell im Kreis Sattmar bestimmten und weiterhin bestimmen. Bei seiner 29. Auflage will das Begegnungstreffen der Sattmarer Schwaben unser diesbezügliches Handeln, unsere Absichten und künftigen Bestrebungen Ausdruck geben. Sie herzlich willkommen zu der 29. Aussage des Schwabentreffens, eine Veranstaltung, die vom Demokratischen Forum der Deutschen Sattmar, lokalen Forum Kalmandi, Regionalforum Nordsiebenbürgen und der Bürgermeisteramt Kalmandi organisiert wird. Das Schwabentreffen wird jährlich seit 1990 organisiert und bietet allen Schwaben, sowohl denjenigen, die im Kreis Sattmar wohnen, als auch denjenigen, die in Deutschland leben, die Möglichkeit zu einem
geselligen Beisammenheit. Ich erinnere mich dann, das Treffen fand statt in 1990, dann vor 29 Jahren im Hof der Kalvarienkirche in Satmar.
die Kirche der deutschen Minderheit, kann man sagen, der deutschen Gemeinde in Satmar. Und ja, war ein Treffen, der sehr, sehr attraktiv war für die Satmarer. Die waren sehr interessiert für eine wieder im Leben zu bringen, die Tätigkeiten der Deutschen in Satmar, diese identitätsbewusst zu sein. Und ich erinnere mich, war sehr, sehr beeindruckend für uns allen damals. Im Laufe der Zeit, dann, wir haben sehr, sehr viele Leute gewonnen. Dann leider, die waren Leute, die absolut nicht gewusst haben über unsere Wurzeln zum Beispiel. Weil die Wahrheit ist, die Kirche hat nicht erlaubt, war ein Tabusubjekt für uns, für die deutsche Minderheit, die effektiv einen Assimilationsprozess stattgefunden hat im Laufe der Zeit. Und auch die Schulen, dann die Regierungen, die Verwaltungen der Gemeinden, der Ortschaften, dann nicht darüber gesprochen haben, informiert haben. Und leider unsere Geschichte war sehr, sehr ungerecht. Und das haben, wie gesagt habe, dann haben wir sehr viele Leute gewonnen, dieses Bewusstsein über unsere Wurzeln, das ist sehr wichtig, das ist ein Gewinn. Ein Gewinn sind die Schulen, die Kindergarten, das Lyzeum in Satmar, eine erfolgreiche Schule, die auf ersten Platz ist im Kreis Satmar seit schon 3-4 Jahren, trotzdem nur 20 Jahre alt ist das Lyzeum.
An andere Ergebnisse sind die viele Kulturgruppen, Theatergruppen, die Chöre, Tanzgruppen, die Radiosendung, die Zeitung Schwabenpost. Dann wir können über vieles berichten im positiven Sinne, aber gleichzeitig natürlich, wir haben auch große Schwierigkeiten. Wir haben zu kämpfen mit einigen, die nicht mit uns sind, aber wir gehen fortwärts. Das ist wichtig. Wir haben insgesamt 35 Ortschaften mit Schwaben, mit deutscher Bevölkerung, entweder in Mehrheit oder Minderheit, aber die existieren. Und wir haben bis jetzt solche Veranstaltungen, Schwabentreffen in Satmar, in Petrifeld, in Finnen, in Terem, in Bildegg, in Erded. Und jetzt dann findet statt in Kalmandi der Bürgermeister, der gleichzeitig auch der Forumsvorsitzende ist hier in Kalmandi, dann hat mitgemacht und Gott sei Dank dann wir sagen, ist eine gelungene Schwabentreffen. Um sie mal zu küssen, fahren heute stimmt, geh ich zu ihm. Wünsche hab ich ja genug dafür. Ich rede einfach um sie hin und sage, wie verliebt ich bin. Sagen sie dann und nein, ist mir sehr klar, denn ich warte mich auf ein anderer Mann. Bis am späten Nachmittag tanzten Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf der Freilichtbühne zum Vergnügen aller Zuschauer.
das Treffen in Satmar und Kalmandi haben die Schwaben in Nord-Siebenbürgen erneut bewiesen, dass sie ihre Wurzeln nicht vergessen haben. Und drei dazu sind fünf, bei Vater Holler Klatschen sind wir seit lauter drin. Wir fahren so gern ins Reich, wenn Mädel sind dabei, bei Vater Holler Klatschen sagt auch jeder selber nein. Thank you.